Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Hier aus unserem neuen Vito. Ja, genau. Wir haben heute etwas ganz Besonderes vor und wir sind schon auf dem Weg, denn heute kommt ein Dachträger auf den Vito auf drauf. Den Vito, ja. Und es ist gar nicht so leicht, einen schönen Dachträger für einen Vito zu finden. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, den Andreas Köhler von Alu-Dachträger wieder anzuhauen. Mit dem haben wir letztes Jahr schon mal zusammengearbeitet. Und da haben wir einen richtig coolen Dachträger von ihm auf den Sprinter bekommen. Voll. Deshalb freuen wir uns sehr darüber, dass es jetzt auch für den Vito jetzt auch geklappt hat. Das Besondere beim Andreas ist, dass er Dachträger für wirklich alle Fahrzeuge baut. Ja, maßgeschneidert sogar. Ja, und der Vito, das ist ein bisschen kompliziert, weil das Dach des Vitos ist ein bisschen gewölbt. Deswegen ist es nicht so einfach, einen Dachträger für den Vito herzustellen. Und wir sind gespannt, wie das funktioniert. Deshalb sehen wir uns dort. Ja. Wie geht's dir? Alles Gute. Hi, na? Grüß dich, lange nicht mehr gesehen. Läuft ja noch. Ja, ja, genau. Der Andreas baut übrigens gerade auch einen Van aus. Und das ist der Van. Ja. Super. Also, das ist das große Bett. Die Hängeschränke sehen bei dir auch schön aus mit Verschluck. Und du hast das große Fenster drin, das sieht total schön aus, wenn ich das mal zeigen darf. Hier, da sieht echt toll aus. Es bringt sehr viel Licht rein. Abgefahren, wie du die Paneele hier gebogen hast. Das war allerdings ein Riesenproblem. Also jedes zweite Brett hat Knack gemacht. Ich glaube. Gut. Ja. Zu unserem Projekt. Stück. Der Vito steht jetzt in der warmen Halle drin und da drüben steht auch schon der Andreas mit dem Timo zusammen an dem Dachträger. Und Andreas, du machst ja Alu-Dachträger für fast alle Fahrzeuge und das bereits seit längerer Zeit, richtig? Das ist richtig. Im Prinzip seit fast 40 Jahren. Wow. Jetzt, wenn man zu dir kommt mit einem Transit, mit einem Ducato, mit einem Sprinter, mit einem Crafter, also mit einem Vito. Die gängigsten auf jeden Fall. Da kannst du auf alle Fälle was machen. Ja. So, ich habe was vorbereitet und ich denke, Timo, wenn du auf die andere Seite gehst, dann setzen wir schon mal die ein oder andere Brücke auf und messen nach. Also bei dem Vito haben wir ja das Problem, dass er hier vorne, wie sagst du, Timo, also er ist nicht rund, sondern der ist kugelrund. Er ist kugelrund, der Vito. Ja, das Dach fällt halt hier vorne in beide Richtungen ab, nach vorne und zur Seite hin. Ja. Was halt extrem schwer macht. Wenn die Alina von der Seite mal schaut. Wir haben jetzt unter die mittlere Strebe noch eine Dichtung drunter gepackt. Dadurch wird die 2 mm höher gesetzt. Und so haben jetzt alle das gleiche Niveau. Das haben wir ausgemessen. Und Andreas, was machen wir jetzt? Messen wir mal die Breite, die ihr haben möchtet. Das könnt ihr euch selber aussuchen. Du kannst aber alle Breiten haben, die du möchtest. Wenn du beispielsweise ein Dachzelt hast, was 4 cm breiter ist als unser Standard, den wir vielleicht vorgeben, dann machen wir den eben 4 cm breiter, den Träger. Das ist überhaupt gar kein Problem. Jetzt kommen die Plastikabdeckungen ab und zwar sind es auch die Befestigungspunkte, wo später auch der Dachträger montiert wird. Und beim Vito lassen die sich ganz einfach rausschrauben. So Sprinter musst du das raushämmern, ja? Ja, genau. Die Plastikabdeckung, die haben wir gerade abgemacht und der Timo macht jetzt Sika drauf, um das alles schön abzudichten im Gewinde. Andreas ist schon fertig, Timo. Ja. Ist Andreas wieder fertig? Nein, ich bin schon fast fertig.
Beim Vito muss man das eigentlich gar nicht so gut abdichten, weil von unten nochmal unter der Gewindehülse noch eine Schraube drin steckt, die eigentlich nach außen abgedichtet ist. Aber wir haben jetzt trotzdem mal einen Tupfensicker drauf gemacht. Schade so nicht. Haben wir zumindest das Gefühl, dass wir auf der sicheren Seite sind. 2-3 cm Luft lassen. Das ist jetzt der Längsträger. Wir machen den Längsträger jetzt aus zwei identischen Teilen und er wird jetzt hier eingefädelt. Mega aus. Okay, das ist jetzt das Heckprofil, Andreas. Jawohl. Ihr verbaut jetzt den Spoiler. Ja. Ohne geht es nicht. Das zeigt die Erfahrung. Die Windgeräusche sind so groß. Es vibriert und überträgt sich auf die ganze Karosserie. Der Spoiler, der ist mittlerweile dran und jetzt muss der Dachträger nur noch ausgerichtet werden. Ich bin bei 44, 45. Noch 2 mm zu dir. Jetzt müssen wir noch den Spoiler einstellen, oder? Richtig. Wie stellen wir den am besten ein? Stellst du ungefähr 2-2,5 cm. Oberhalb der Dachmitte hier ein. Ah, okay, ja. Er darf nur nicht ganz oben anschlagen. Zeigst du? Für diesen hier. Und auf dem Dach wird er da auch klappen? Geht auch. Das sind bei speziellen Fahrzeugen wie Ford Transit. Da muss man den Ducato musst du den aufs Dach auflegen. Gibt also noch eine Möglichkeit. Die gleiche Unterlage gebe wie bei den Abstützungen. Ja. Aufsetzen mittig, Spoiler runterdrücken. So ein bisschen mit Kraft. Ja. Und dann anziehen auf beiden Seiten. Ja, okay. Das funktioniert sehr, sehr gut. Aber ich würde es jetzt probieren, wie wir es beim VW-Bus und so weiter haben, beim Sprinter. Einfach mit. Ungefähr so 2 cm. Und den richtig schön fest. Ja. Andreas, der Dachträger ist fertig, oder? Der Dachträger ist fertig. Das sieht richtig gut aus. Ja. Ja, fällt mir gut. Mit der Dachluke, dass die genau passt. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn so ein Querprofil am Fixpunkt und die Dachluke genau dort im Weg ist, das anders zu lösen. Ich hole euch mal hier kurz. Und zwar benutzen wir einfach so ein kurzes Profilstück. Ich habe meine Luke eben halt jetzt genau hier im Weg, wo mein Fixpunkt ist, den ich aber brauche, damit ich Stabilität reinbekomme. Dann setze ich dieses Teil anstatt dem Querprofil da rein und setze das Querprofil eben halt neben die Luke. Mhm, ja. Schon habe ich hier die Befestigung und kann trotzdem die Fläche da vorne nutzen. Okay. Das ist ja vor allem interessant, wenn man den Dachträger nachträglich einbauen will. Ja, ne? Richtig. Ich auch. Das ja. kommt häufig vor. Mhm. Ja. Super. Das müssen wir bei unserem Sprinter, wenn wir da auch einen Dachträger reinsetzen, müssen wir das auch mal gucken. Apropos, das wisst ihr noch nicht. Wir haben uns übrigens auch noch einen Dachträger von dem Andreas besorgt, und zwar für unseren Sprinter. Was ist denn, wenn ich da jetzt eine Markise dran packen will? Ah ja, genau. Dafür habe ich Markisenhalter. Die werden von hinten verschraubt, sitzen hier. Hier kommt die Platte dran von der Markise. Die ist schon dabei bei der Markise. Ja. Und dann kann man eben halt dann die Markise einhängen und von unten verschrauben. Ja, perfekt. Also wenn ihr Interesse habt an solchen Haltern für die Markise, der Andreas verkauft sie übrigens auch. Das ist jetzt unser Dachträger in Einzelstücken. Unseren Sprinter. Ja, das nehmen wir jetzt auf jeden Fall mit und verladen das mal in den Vito. Den haben wir auch extra lang jetzt gewählt, weil ja vielleicht sogar noch ein Dachzelt und auf alle Fälle mehr Solar bei uns noch aufs Auto kommen. Ah, du verrätst zu viel. Aber ja, das stimmt.
ganz, ganz wichtig beim Sprinter, dass man da innen wie außen abdichtet. Mhm. Und das sind nur die Schrauben, die hier abgebildet sind, die ihr braucht zur Montage des Trägers oben am Dach. Die sind alle aus Edelstahl. Ja. Alles Edelstahl. Ja. Und hier ist alles vormontiert. Kennt das alles. Ja, wir schauen uns einfach das letzte Video an. Ich schaue euch das Video an, genau. Und das Video hier nochmal. Genau, und dann wisst ihr Bescheid. Ja, ganz toll, dass wir jetzt auch auf dem Video einen von dir haben. Fällt mir gut. Ja, genau. Und schön. Jetzt für den Sprinter. Ja. Der Dachträger wurde jetzt auch das erste Mal richtig belastet, also der ist voll geschneit, wir haben uns mal draufgesetzt, wir sind damit mal rumgefahren und der macht wirklich einen sehr, sehr stabilen Eindruck und vor allem sieht er auch richtig geil aus. Ja, mir gefällt es auch richtig gut. Und wer auch so einen Dachträger erwerben möchte, der schaut auch gerne auf die Webseite von Andreas Köhler, ja. Sie lautet www.alo-dachträger.de und er macht euch wirklich ein gutes Angebot, weil ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis von den Alu-Dachträgern im Gegensatz zur Konkurrenz, es passt wirklich. Vor allem, der macht maßgeschneiderte Dachträger für eigentlich alle Modelle. Und das ist richtig klasse. Ja. Und wir verabschieden uns jetzt aus dem Video, genießen noch die schöne Winterlandschaft hier und sehen uns, wenn ihr mögt, gerne nächste Woche wieder. Genau, Abo nicht vergessen, Daumen nach oben. Genau. Bis nächste Woche. Ciao.